Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute mal zeigen, was Tim zum Geburtstag bekommt. Er hat morgen Geburtstag und ich bin noch zu gar nichts gekommen. Und möchte euch einfach so noch ein bisschen mitnehmen heute über den Tag. Er bekommt 3 Geschenke von mir, die alle nicht so riesengroß sind vom Packmaß her. Deswegen wollte ich alle 3 in so Schuhkartons packen und diese dann einpacken, dass man so richtige klischeeförmige, rechteckige Riesengeschenke hat, 3 Stück, die dann halt richtig krass erstmal aussehen. Und so, genau. Einen Schuhkarton habe ich hier schon, den habe ich zu Hause gefunden. Für die anderen beiden muss ich nochmal in den Schuhladen gehen und nochmal fragen. Also, das erste habe ich noch gar nicht richtig ausgepackt. Das kam irgendwann mit der Post. Und ich habe selber noch nicht in groß gesehen. So, das erste ist nämlich ein T-Shirt. Ein A Day to Remember T-Shirt. Das fand ich so schön. Von den Farben her, ich habe ja bestimmt schon mehrmals erzählt, dass ich auf dieses Batik richtig stehe. Und ich fand es irgendwie sehr, sehr schön. Achso, dann habe ich erstmal noch eine Geburtstagskarte. Ich weiß nicht, ob man es jetzt richtig rum sehen kann. Ja. Und ich war richtig kreativ dieses Jahr nicht. 2 Konzertkarten für Architects und 2 Karten für Eskimo Callboy. So, ich bin wieder zu Hause. Bin richtig im Stress. Tim ist nicht da. Ich habe ihm Blumen gekauft. Die kann ich euch gleich noch zeigen. Und ich habe noch hier 2 Schuhkartons organisiert. Und ich bin jetzt so richtig im Zwiespalt, ob ich jetzt die Geschenke verpacke. Also das kann ich aber auch später, da sage ich, ich gehe jetzt hier kurz ins Schlafzimmer und sperre mich ein. Die Blumen muss ich jetzt aber auf jeden Fall irgendwie in eine Vase tun und dann verstecken. Und ich überlege, er ist ungefähr in einer Stunde, es kann sogar noch ein bisschen länger dauern, erst wieder da. Ob ich jetzt es schaffe, einen Kuchen zu backen. Ohne, dass er danach irgendwas mitkriegt. Dann stelle ich jetzt schnell Blumen in die Vase und dann suche ich mir ein Rezept und dann backe ich vielleicht einen Kuchen. Okay, das ist irgendein Grünzeug, was so ein bisschen blüht, keine Ahnung. Ich fand es süß und es ist halt jetzt nicht irgendwie so monstermäßig ausgefallen. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz gucken. Also ich kann die Blumen halt hier so hinstellen, hier so rein. Und also das ist doch schon mal richtig cool. Jetzt muss ich bloß daran denken, dass Tim hier nicht hinguckt. Okay, das haben wir schon mal. Nächster Schritt. Die Frage ist, naja, was mache ich denn jetzt mit meinem Müll hier? Also ich kann das doch nicht einfach in den Müll tun. Das findet er doch auch. Ich brauche jetzt so einen extra geheimen Müllsack, den ich bis morgen verstecke. Ist ja richtig aufwendig hier. So, Müll, Schuhkartons, Blumen sind jetzt in Karls Schrank. Jetzt stelle ich hier gleich mal mein Stativ auf. Dann brauche ich ein Rezept. Irgendwas, wozu ich alles da habe. Irgendwas Einfaches, Unkompliziertes. Oh Gott. Und ich habe nicht am Mittag gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Also Rezeptbuch. Oh, ist das ein Stress. Also, kleine Kuchen- und Torten-Minis. Also nichts mit Obst. Ich hasse Obst auf dem Kuchen. Kleine Klassiker oder einfach lecker, Seite 90. Schwarzwälder Kirschtorte, genau. Das steht jetzt bestimmt so da, Zubereitungszeit 3 Stunden. Ich habe keine unbehandelten Zitronen, aber ich habe vielleicht solche Schale, Butter, Eier, Zucker. Ich habe keine gemahlenen Mandeln. 50 Minuten Backzeit. Ich brauche irgendwas, das nur ganz kurz backt. Meine einzige Hoffnung, nachher geht der Pieper. Tim hat einen Einsatz und ist hoffentlich dann lange weg. Dann könnte ich noch was backen. Aber was ist, wenn kein Einsatz kommt? Also, na? Das, aber da habe ich vorher auch schon dran gedacht, dass ich einfach hoffe, dass das nochmal ist und er dann halt nicht schon nach einer halben Stunde wiederkommt, sagt Jo war nix. Ich habe Äpfel. Ich könnte irgendeinen Apfelstreusel oder sowas machen. Ich habe zwar gesagt, ich will kein Obst, aber Äpfel sind noch okay. Apfelthymian, nein. Hier keine Himbeeren, keine Aprikosen, irgendwas mit Apfel. Apfelkuchen mit nein. Wie scheiße ist das denn? Aprikosen. Irgendwas mit Apfel. Wenn ich hier noch weiter suche, dann wird es niemals was. Ich will einfach nur einen Apfelstreusel.
Aprikosenstreusel, das ist doch dasselbe, oder? 250 Gramm Butter, Zucker, Eier, Joghurt, Mehl, Backpulver, Sesam. Nee, habe ich nicht. Und Zimt habe ich auch nicht. Aber das kann man vielleicht irgendwie improvisieren. Wie lang bäckt der? 40 Minuten, 20 Minuten. Das wird eine knappe Nummer. Wo tue ich den Kuchen dann überhaupt hin? Ich kann ihn dann nicht bei Karl in den Schrank stellen. Der muss auch kalt stehen. So eine Scheiße. Wie unvorbereitet bin ich hier eigentlich? Ich glaube, das wird dieser komische Kuchen da hier wirklich. Aprikosenstreusel mit Äpfeln statt Aprikosen. Okay, also Springform 18 cm, keine Ahnung. Das heißt, man die Form finden. Aprikosen, die Äpfel sind. Ich muss die Butter schon mal schmelzen. 70 Gramm. Naja, wobei das könnten 70 Gramm sein. Wie kriege ich die jetzt warm? Ich stelle die einfach. Ich muss die erstmal wiegen. Ja, das passt. Dann stelle ich die jetzt einfach hier rein und lasse die mit warm sein. So, das haben wir schon mal geklärt. Bla 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 bla. Dann muss ich jetzt erstmal meine Äpfel machen. Boah, ich habe mir hier gerade fast einen Arm aufgeschlitzt. 250 aufs Gramm, super. Ich bin ein Genie. Also Butter mit Zucker, Schaumischlagen. Ja, meine Butter ist aber noch nicht so richtig. Ich mache jetzt mal die Form. Meine Butter wird vermutlich niemals so richtig, wie sie sein soll. Ich hätte auch einfach Öl nehmen können. Ich glaube, die Springform ist größer als 18 cm. Ich glaube, das wird so ein richtig flacher Kuchen. Das heißt, es könnte sein, dass er auch nicht so lange backen muss. Wobei er eigentlich auch nicht lange backen muss. Super, jetzt läuft hier überall Öl herunter. Oh, das war zu viel. Ja, das war ein bisschen viel. Naja, muss ich vielleicht ein bisschen mehr Joghurt. 3 Esslöffel Erdbeerjoghurt. Passt ja super. Ich muss den Erdbeerjoghurt dann auch aufessen, so wie diesen Apfel. Und dann muss ich Tim erklären, warum ich seinen Joghurt gegessen habe. Eine Prise Zimt. Oh, das war eine große Prise. Und dann noch 30 Gramm Butter habe ich jetzt nicht. Okay, also hier ist erstmal das, das, das. Das hier kann weg. Alter, wie kann etwas so flutschig sein? Vor allem muss ich dann hier gleich auch alle Fenster aufreißen, weil es wird doch sicher richtig doll nach Kuchen riechen. Und also, wenn Tim es nicht mitkriegt, Karl wird das sicher mitkriegen. Karl wird dann bestimmt irgendwas sagen. Oder ich lasse mir eine richtig gute Ausrede einfallen. So, haben wir. Ja, das wird ein sehr, sehr dünner Kuchen, weil Form ist größer als gedacht, aber dafür wird die Backzeit nicht so lang. Nein, oh Gott. Oder es wären nur so 2 Streusel. Kuchen ist fertig. Ich zeige ihn euch eben. Besser so ein Kuchen als gar kein Kuchen. So, der kommt jetzt hier rein. Und zwar für angeblich 40 Minuten. Ich muss mir kurz einen Timer stellen. Okay, und jetzt einmal mein Schlachtfeld. Hier unten geht's. Ich muss jetzt hier ganz schnell aufräumen. Ich finde, das sieht schon sehr nach Streuselkuchen aus. Auch wenn das jetzt hier so ein Fake-Streuselkuchen ist. Und was ich euch noch zeigen wollte: Wir haben tatsächlich Aprikosen. Also, ich hätte auch einen Aprikosenkuchen machen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Die ersten 20 Minuten sind um, der Kuchen ist noch nicht durch. Ich lege mir jetzt mal so ein Stäbchen bereit und check den jetzt zwischendrin mal ab. Tim hat mir vor 3 Minuten geschrieben, dass er ungefähr noch 40 Minuten braucht. Das ist ein sehr gutes Timing. Dann habe ich jetzt noch meine 20 Minuten, falls der Kuchen wirklich trotzdem 40 Minuten drin sein muss. Und da habe ich nur 20 Minuten, um den Kuchen abkühlen zu lassen und ihn dann zu verstecken. Aber ich weiß immer noch nicht, wo. Kuchen ist ausgedreht, zeige ich euch gleich. Aber erstmal noch meine eine krasse Konstruktion. Ja, also richtig schön verkleidet. Das Gemüse muss jetzt hierhin ausweichen und ja, ich glaube, das ist cool. Sieht auch richtig stylisch aus. So, der Kuchen steht jetzt hier auf so einem umgekehrten Teller.
da, weil er unten noch ein bisschen warm ist, jetzt der Kuchen weg. Ich hoffe, es riecht jetzt bald auch nicht hier nach Kuchen im Kühlschrank. Der Herd ist zu. Hier sind alle Spuren beseitigt. Die Spuren hier, das ist gerade von mir. Ich habe hier was verkleckert. Das ist aber nichts Auffälliges. Tim wollte mir eigentlich schreiben, wenn er eine genaue Ankunftszeit hat, aber er hat mir nicht geschrieben und es kann sein, dass er in 5 Minuten da ist. Ja, ich überlege halt, ob ich jetzt schnell gehe, damit ich mir alle Fragen bezüglich, hier riecht es aber nach Kuchen, erspare. Ja, jetzt ist hier richtig schön Durchzug. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt schnell mal Schuhe an. Es kann natürlich sein, dass ich im Treppenhaus oder so ihn und Karl dann treffe. Aber dann sage ich hier, ich gehe schnell zur Post. Mache ich ja auch, das ist ja mein Plan. Und das wäre jetzt auch für mich noch die letzte Gelegenheit, in der Nähe von der Post ist noch ein Laden, noch was zu kaufen, was ich halt noch unauffällig reinschmuggeln kann. Weil ich sowieso meinen Rucksack mitnehme, weil ich meinen Ausweis ja vorzeigen muss, um das Paket abzuholen. Und ich möchte mein Portemonnaie nicht so in der Hand hier rumtragen, könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Aber mir fällt einfach nichts ein, was ich jetzt hier noch kaufen könnte, müsste. Keine Ahnung. Also, okay, die andere Option wäre halt wirklich, Tim fährt dann noch zu einem Einsatz und Karl und ich gehen dann noch schnell einkaufen. Haben wir jetzt ganz allein noch irgendwas einkaufen, aber ich glaube, ich habe alles. Ich habe Blumen, ich habe einen Kuchen, ich habe die Geschenke, ich habe die Karte, die ist noch nicht geschrieben, Geschenke sind noch nicht verpackt. Mehr ist aber nicht. So, Karl ist im Bett, Tim ist immer noch nicht da. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Es gab tatsächlich einen Einsatz und ja, er ist halt immer noch unterwegs. Ich hätte in der Zeit schon 3 Kuchen jetzt backen können. Ich muss aber noch kurz warten mit Geschenke verpacken, bis Karl so richtig schläft. Und dann muss ich aufpassen, dass Tim mich währenddessen nicht erwischt. So, die Kamera ist schon mal auf Zeitraffer eingestellt. Ich habe voll Paranoia, dass Tim gleich reinkommt. Aber ich habe ihm geschrieben, er soll mir schreiben, bevor er da ist. Ich werde jetzt die Geschenke verpacken und dann habe ich es tatsächlich auch mal geschafft. Also mit all den Geburtstagsvorbereitungen. Schöne Geschenke, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ein Sack voll Müll. Und ich muss es ja noch ganz schnell aufräumen, bevor Tim kommt. Dann muss ich die Karte noch schreiben und dann bin ich tatsächlich durch. Also, ja, morgen wird sicher alles genauso klappen, wie ich es mir vorstelle. Dafür war es ja heute sehr stressig und deswegen wird es morgen entspannt. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich zeige euch auch bald die Geschenke für Karl. Da habe ich jetzt eine richtig schöne Liste, was er alles kriegt. Und ich habe es noch nicht bestellt, aber sowas geht ja richtig schnell. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Genau. Dann bis zum nächsten Video.